Hallöchen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in der letzten Folge unsere geile Metallbank hier gebaut, also Werkbank meine ich natürlich. Aber um hier was machen zu können, brauchen wir noch eine ganze Menge Materialien. Von daher würde ich sagen, wir gehen mal welche suchen. Inventar ist soweit relativ leer. Huch. Das heißt, damit sollten wir keine Probleme haben, zwecks Überladung und so. Hier hatten wir schon durchgeguckt, durch die Tür sind wir auch schon gegangen. Ich glaube, wir haben auch schon hier vorne die ganzen Kisten. Genau, die haben wir auch schon. Dann gehen wir doch mal noch ein kleines Stück weiter. Essen und Trinken sieht spitze aus. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal 91% zu essen hatten. Ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her. Aber hier waren wir doch, glaube ich, auch schon, ne? Sieht zumindest ganz stark danach aus. Aber wir haben irgendwo im Nirgendwo Abbruch gemacht, weil wir überladen waren. Ich glaube hier hinten. Zumindest leben hier noch Zombies. Das könnte meine Theorie etwas bekräftigen. Oder bestärken oder bestätigen. So, na komm mal her, mein Kleiner. Wir wollen nicht wieder unnötig Muni rausballern, von daher. Ui, jetzt ist aber mal ein ganz kleiner Leck gewesen. Und zack. Und zack. Und zack. Okay, haben wir. Holz, Metall. Ein Metall brauchen wir. Nochmal Metall. Metall und Stoff. Hatten wir die schon durchgeguckt? Jo, okay. Na, mein Guter, komm her. Ja. Du kriegst deine Portion Liebe. Ui, das war eine ziemlich große Portion Liebe. Da hinten ist noch einer. Wir schauen aber mal kurz hier lang. Holz. Mensch, ich brauche Metall. Nicht nur Holz und Stoff. Er hat sich etwas in die Kiste verliebt. Ja. Ach, scheiße. Ah, keine Ausdauer mehr. Ich vergesse es jedes Mal, nicht zu den Gegnern hinzurennen. Dann vielleicht mal davor eine Sekunde zu warten. Nun gut. Dann schauen wir noch mal kurz hier hinter. Ich frage mich wirklich, was wir machen, wenn wir hiermit durch sind. Weil wir dann bloß noch wieder zurückfahren können und die Weiche umstellen, dass wir in die andere Richtung kommen. Aber ich habe absolut noch keine Ahnung, wo wir den Schlüssel dafür finden sollen. Das Dorf davor haben wir ja komplett gelootet. Zumindest gehe ich davon aus. Von daher könnte es ja bloß noch hier sein, dass wir hier den Schlüssel noch finden, aber ich habe das Gefühl, dass wir auch hier schon so gut wie durch sind. Hey, der versteckt sich hier in der Kiste. Kleiner Camper hier. Ah, wir brauchen wieder etwas Stamina. Nein, 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 nein. Ah, okay. Ja, was soll's. 121 Leben immer noch. Also durch den Helm verlieren wir anscheinend wirklich um einiges weniger Leben. Das gefällt mir. Ein Hit muss immer sein, sonst macht's doch keinen Spaß. Nichts drin. Stoff. Nichts drin. Gut, dann geht's hier nochmal um die Ecke. Okay, wird doch noch etwas größer, das Areal. Ich dachte schon, hier ist gleich Schluss. Ja. Da ist ein schneller. Zwei schnelle sogar. Ach, shit. Dann halt so. So, okay, hier ist also noch ein Eingang. Nö. Oh, die Waffe ist gleich kaputt. Das ist natürlich äußerst schlecht. Kommen wir hier rein? Nein, hier ist verschlossen. Warum ist denn überall verschlossen? Ich weiß gar nicht, wie viele verschlossene Türen wir mittlerweile schon gefunden haben. Und lediglich einen einzigen Schlüssel. Oh, ich glaube, da hinten sind noch Häuser. Okay. Wollen wir uns dahinter trauen? Haben halt leider keine Nahkampfwaffe mehr. Ah, na komm, wir machen nochmal schnell zurück zum Zug. Dann können wir nicht auch hier außen rumlaufen? Wir müssten doch von da vorne gekommen sein. Ah, was brauchen wir denn? Trinken brauchen wir. Sag doch was, mein Guter.
Aber ich glaube, auch trinkentechnisch wird es langsam etwas knapp. Ah, Mist, den habe ich gar nicht gesehen. Hey. Da war die Hitbox mal wieder nicht ganz on point. Na gut, haben wir noch ein Energy? Natürlich nicht. Oder sind wir von hier? Ich glaube, wir sind von da vorne gekommen. Ja, hier sind die Gleise. Passt. Ist hier noch ein Zombie? Dachte, ich habe alle erwischt. Gut, wir machen nochmal ganz schnell zum Zug. Bauen uns noch schnell so einen Baseballschläger. Und dann schauen wir mal nach den Häusern da vorne. Na gut, dass wir die überhaupt gesehen haben. Nee, das war falsch. Ach, sind die jetzt wieder zu hier? Och nö, die waren noch offen, die Schranken. Ach, eh open. Stand doch gerade da. Mach's doch bitte auch. Jetzt. Was haben wir jetzt geöffnet? Okay. Wir sind völlig für umsonst hier drumherum gelaufen. Schade. Hätte nicht gedacht, dass der Zaun sich wieder schließt. Aber ohne eine ordentliche Nahkampfwaffe möchte ich ungern dahinter laufen. Wir nehmen uns noch ein Energy mit, dann sind wir etwas schneller da vorne. So, Level 8 haben wir mittlerweile. Sehr schön. Ich fände es cooler. Ach, da ist er doch. Zwei hier sogar. Was? Der backt rum. Was macht der? Das sieht ja lustig aus. Ja, haben wir es jetzt? Danke. Okay, irgendwas stimmt mit der Waffe nicht. Er lädt einfach... Oh, okay. Er denkt anscheinend, dass wir die Schrotflinte noch in der Hand haben. Das sieht auf jeden Fall witzig aus. Okay, scheiß drauf. Wir nehmen erstmal wieder die normale Waffe. Hat er sich... Jetzt hat er sich beruhigt. Okay. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Energy mit, dass wir etwas schneller da hinten sind. Und was ich sagen wollte, ich fände es cooler, wenn man beim Laufen noch nebenbei mal ein bisschen ins Menü gucken könnte. Dass der nicht jedes Mal aufhört mit Laufen. Kostet alles Zeit. Und Zeit ist in diesem Spiel zwar nicht Geld, aber Zeit ist Leben. Und Durst und Hunger und Schlaf und Uhrzeit und alles, was noch so dazugehört. Ja, komm, verschnauf doch schneller. Na gut, so viel wie er im Rucksack hat, Schrotflinte, Waffe... Baseballschläger, noch eine Waffe. Klemmzange, Klemmzwinge. Da kann man es ihm vielleicht auch gar nicht übel nehmen. So. Dann bauen wir uns mal schnell einen Basie. Und danach noch einen modifizierten. Dann würde ich mal ganz schnell... noch ein paar Energies einpacken, dafür das Zeug loswerden, dass wir auf jeden Fall etwas wieder mitnehmen können an Gewicht. So, das auch. Dann packen wir den hier oben rein. Das kann weg. Na, warum macht das nicht? Jetzt. Und das kann weg. Und dann haben wir bloß noch 9 Kilo. Wie sieht's denn Uhrzeit? Oh, 15 Uhr. Ach, da müssten wir eigentlich schon wieder schlafen gehen, aber ich wollte noch schnell hier rüber. Ach los, wir rennen schnell rüber, was soll's. Oder wir machen es mal anders. Wir haben doch immer noch das zweite Bett. Wir nehmen das jetzt einfach mal mit, dann werden wir uns da drüben ein Haus von Zombies befreien oder leerräumen. Und dann... So, Energy hatten wir, genau. Und dann schlafen... Ui, und dann schlafen wir einfach mal drüben im Dorf. Kann ja nicht immer nur zu Hause schlafen. Muss ja auch mal die große, weite Welt entdecken. Ich glaube, hier sind wir lang. Ja. Boah, sag mal. Wo kommen denn die jetzt alle her? Wir hatten doch schon alle erledigt hier. Oder laufe ich... Nee, die laufen doch gerade da lang, wo wir gerade eben schon waren. Oder bin ich da drin? Nö, ist noch nicht gelootet. Ich dachte, wir laufen gerade den Weg, den wir schon gegangen sind. Aber wenn hier natürlich noch nicht gelootet ist, dann müssen wir hier nochmal schnell durchgucken. Bleibt leider nichts anderes übrig. Ja komm, den Rest machen wir auf dem Rückweg. Sonst schaffen wir es im Hellen nicht mehr.
Nein, tatsächlich, hier sind wir noch nicht lang. Ah, ein Vetter. Ach scheiße, hier geht's gar nicht raus. Ach, Menno. Na gut, da müssen wir uns doch erstmal mit dem dicken... Oh, shit. Auch noch schön daneben geschossen. Mit dem dicken hier anlegen. Ja. Ach, shit. Nein, explodier doch. Ach Mensch, na, dann machen wir es halt hier auf die Methode. Okay, schade, dann wird es wohl in der Folge doch erstmal nichts mit noch schnell darüber laufen. Weil wir müssen hier auf jeden Fall vorher erstmal looten. Und hier ist nirgendwo was drin. Ach Mensch, hat sich gar nicht gelohnt, hier hinter zu gehen. Schade. So, wie sieht's aus? 16 Uhr. In einer Stunde wird's dunkel oder in anderthalb. Ja gut, das könnten wir eventuell trotzdem noch schaffen. Und wir hauen jetzt noch so ein Energy rein. Und dann rennen wir doch mal noch schnell rüber. Wo sind wir vor? Doch hier lang? Ja, genau. Ich dachte, wenn wir hier hinten lang laufen, kommen wir genauso lang, wie wenn wir hier lang laufen. Hier, da sind wir ja vorhin lang. Genau. Aber anscheinend ist das doch nochmal was anderes. Das ist dann wohl hier hinter den Containern. Das habe ich natürlich nicht gecheckt. Aber immer noch kein Schlüssel. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Weil ich würde gerne wissen, was wir hier in den ganzen schönen Räumen machen können. Eventuell gibt es ja auch einen Schlüssel für all diese... diese kleinen Hütten, die wir auch vorhin bei dem, bei der Weiche gesehen haben. Ui, das scheint sogar was Größeres zu sein hier. Auf jeden Fall ein ganz paar Gebäude. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich hoffe natürlich auch, dass wir das Bett in so einem Haus hier platzieren können. Nicht, dass das nur im... im Zug geht. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Und wir haben Hunger und wir haben Durst. Ich glaube, wir haben bloß noch eine Wasserflasche. Ja, haben wir bloß noch. Und wir haben natürlich auch bloß so einen Kartoffelsalat mitgenommen. Hätten wir eventuell mal etwas mehr einpacken sollen. Naja gut, was soll's. Man kann nicht an alles denken. Ein Benzinkanister, sehr gut. Ist nur mal schade, dass das Ding so viel wiegt, aber wir packen das jetzt hier oben rein. Das habe ich ja gelernt, dann haben wir nicht ganz so viel Gepäck. Zumindest nicht im Rucksack. Ui, es sind noch mehrere, oder? Ich höre sie bis jetzt nur, ich weiß noch nicht, wo sie sind. Und wieder dasselbe Bild, aber dafür ein schöner Kamin mit einem Teppich davor. Da fallen mir doch direkt 20 Sachen ein, was man darauf machen kann. Achso, ne, ich dachte, das ist ein Vetter. Das wäre natürlich äußerst fies in so einem kleinen Raum hier. Hier noch einer drin? Nö. Ach, eine leere Dose Futter, na klar. Munition haben wir noch. Hier gab es noch Bandagen und Pillen. Ein paar Ibus. Okay, ich glaube, hier oben sind noch welche, die auf uns warten. Ich höre die ganze Zeit, wie was näher kommt, aber es kommt nichts näher. Das irritiert mich gerade ein wenig. So. Ui. Sag mal, wie viele sind denn hier? Ist der hier drin? Nö, auch nicht. Das stresst mich die ganze Zeit, diese Zombie-Geräusche im Nacken. Alter. Vor allem klingt es ja schon nach einer ganzen Horde. Was ist denn hier los? Und was sind das für abgefuckte Räume hier? Überall Dosenfutter und ekelhafte Matratzen. Hm, und immer noch kein Schlüssel. So, wir gucken mal, wo die ganzen Zombies herkommen. Wir haben welche im Vorgarten, aber die gucken uns alle nur böse an.
Aber hier sind auch keine. Also entweder ist es gerade... Ach, auf dem Dach. Ja, wie sollen wir denn da oben aufs Dach kommen? Wie sind die da hochgekommen? Gute Frage. Wir gucken mal noch schnell ins Nachbarhaus. Ah, das scheint wirklich ein größeres Dörfchen hier zu sein. Das gefällt mir natürlich. Bedeutet ja gleichzeitig mehr Loot. Hey, es gibt sogar mal andere Bilder. Die haben zwar auch das, aber es gibt auch mal andere Bilder. Ach, und überall nur Müll. Ich hätte gern einen Schlüssel. Hey, hallo mein Kleiner. Und tschüss. Haben wir schon überladen? Nee. Nö. Alles gut. So, wie immer, dieselben Einkaufszettel. Und es wird verdammt duster. Haben wir hier Licht? Nicht mal einen Lichtschalter in dem Raum. Können wir die anmachen? Auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir probieren mal unser Bett hier herzustellen. Ich hoffe doch sehr, dass das jetzt klappt. Nein, wir können es nur im Zug hinstellen. Ach, das macht doch gar keinen Sinn. Oh, jetzt sind wir hier natürlich schön im Dunkeln. Gibt es hier wenigstens ein Zimmer mit Licht? Ach, jetzt müssen wir hier die ganze Nacht verbringen. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Hier gibt es Licht. Nein, die haben keinen Strom oder was? Ach Mensch, wie viel Pech kann man denn haben? Hätte ich das vorher gewusst. Ja, okay, was macht man jetzt? Hat die Waffe vielleicht eine Taschenlampe mit dran? Das wäre natürlich äußerst cool. Aber es scheint nicht so. Zumindest wüsste ich nicht, welche Taste es sein soll. Oh, okay, wir können mal kurz schießen. Da wird es kurz hell. Okay, hier gehen wir bloß unsere Waffen durch. Ich probiere mal kurz durch. Wie sich... Ah, ja! Taste L für Licht oder Light. Hätte man vorher mal wissen müssen. Hat das die auch schon gehabt? Ach, kommt. Ich renne die ganze Zeit hier ohne Licht rum. Ich meine, gut, wir sind immer schlafen gegangen, wenn es dunkel war, aber hätte ich das mal eher gewusst. Naja, wir wissen es jetzt. Was soll's. Ich würde trotzdem sehr ungern gerade draußen rumlaufen. Aber jetzt im Dunkeln zum Zug zurück. Ja, wir können aber auch nicht die ganze Nacht jetzt hier in dem Raum verbringen. Das wird ja auch ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, wir rennen. Wir hauen uns noch schnell ein Energy rein. Und ja, doch, wir haben Energy. So, und... Ach, beim Rennen sehen wir natürlich nichts. Na, natürlich. Als könnte der beim Rennen die Taschenlampe oder die Waffe nicht nach vorne halten. Naja. Aber zumindest können wir immer mal kurz gucken, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Wir sind ja schließlich bloß die Straße hier lang gelaufen. Die müsste dann da vorne nach links führen und dann finden wir uns auch wieder zurück. Es tut mir leid, liebe Freunde, falls ihr jetzt erstmal die nächsten 2 Minuten... nur einen dunklen schwarzen Bildschirm seht. Aber wer hätte das ahnen können, dass wir das Bett nur im Zug aufbauen können? Ja, ja, schön, schön. Straßenbeleuchtung gibt es ja auch nicht mehr. Ja, zum Glück haben wir hier schon durch die Gegend geschossen, beziehungsweise alle Zombies erledigt. Das wäre jetzt äußerst ungünstig hier im Dunkeln. Macht mir auch etwas Angst, ehrlich gesagt. So, hier sind wir lang, genau. Jetzt hier lang. Dann wieder hier rum. Naja, da sind wir doch schneller als erwartet wieder beim Zug. Achso, wir können natürlich so rennen. Dann sehen wir aber noch weniger. Scheiße, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Nee, hier sind wir durch, ne? Ich glaube, hier vorne ging es lang. Oder? Ach Mensch, jetzt habe ich... Nee, hier sind wir lang gekommen. Ui, hier müssen wir lang. Hoffe ich zumindest. Nee, wir sind doch falsch. Ach Mensch, weil ich wieder so eine dumme Späße mache und einfach direkt die Orientierung verliere. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Definitiv. Hier müssten wir wieder links rum, genau. Und dann kommen wir hier zum Gebäude, wo unser Zug steht. Okay. Da hinten ist er. Na, ein Glück.
Dann machen wir uns jetzt erstmal ins Bettchen, in die Haier, wollte ich sagen. Und damit beenden wir auch diese Folge. Tut mir leid, wenn nicht ganz so viel passiert ist. Ich habe auch mehr erwartet, dass wir mehr schaffen, aber... wir müssen erstmal... Komm mal, wir essen noch schnell was. Dann kann ich zumindest sagen, dass wir in der Folge noch ordentlich was gegessen haben. Nicht, dass wir hier im Schlaf noch verhungern. Und trinken müssen wir langsam mal finden. Aber das Dorf da vorne ist ja noch groß genug. Von daher wird sich da schon noch ein bisschen was ansammeln. So, danke fürs Zuschauen. Bis morgen und tschüss.